Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht's darum, wie macht die Videos, wie ich sie mache. Also mit diesem Filter, dass die Farben genauer sind, dass sie prächtiger sind, dass dieses Verschwommene dass du da ein Video zwischen dem Verschwommenen hast. Ja, das werde ich euch heute zeigen. Als allererstes geht ihr auf Projekt erstellen. Dann braucht ihr natürlich einen Clip. Ich nehme jetzt einfach irgendeinen alten Clip. Keine Ahnung. Ja, den Triple Reset, den kennt man ja. Von meinem letzten Video, glaube ich. So, dann schneide ich das bisschen wie hier hin. So, dann mache ich das Verhältnis 9:16, ziehe raus, bis man den Boost nicht mehr sieht oder halt etwas weiter. Ich bevorzuge die Größe 1,75. Ja, und dann geht man hier unten auf Zeichenbereich, dann auf keine, dann auf verschwimmen und dann nehmt ihr das zweite. Jetzt habt ihr diese Balken. In diese Balken könnt ihr entweder einen Boost hinzufügen. Mache ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr das wieder, aber... keine Ahnung. Hat letztes Mal nicht so gut funktioniert, weil ich auf verschiedenen Accounts war und dadurch verschiedene Größen hier unten hatte. Das war ein bisschen blöd, deswegen habe ich es gelassen. Ja. Und hier... bei Effekten würde ich... ihr auf Effekte gehen, dann könnt ihr hier irgendwie einen Text nehmen, packt den hier hoch, macht modern, zieht es ein bisschen größer, also er zieht es halt ganz groß, gut, und dann schreibt ihr halt so, was könnte man reinschreiben, thanks for the 10k views. Und und wird irgendwie sowas. Also sei kreativ. Ja. Gut. Jetzt habt ihr das. Jetzt geht ihr oben auf Animation. Anpassung. Sorry. Geht hier auf Sättigung und packt die Sättigung ganz hoch. Und jetzt ein bisschen blöd wegen dem Shader, den ich hier drin hat noch. Aber man sieht's. Also man sieht den Unterschied schon recht. Es ist so viel, viel kräftiger die Farbe jetzt. So. Ja. Das war's eigentlich schon. Ja, und dann geht ihr halt auf Exportieren. 60 FPS auf 4K natürlich, wichtig. Benennt die Datei irgendwie Rocket League Clip Nummer 1. Dann geht ihr auf Exportieren. Wichtig ist auch immer, dass ihr die Grafikkarte ausgewählt habt, also H.265 oder 4. 265 ist neu, aber ich weiß gerade gar nicht, ob CapCut die schon unterstützt. Ja. Und dann Ordner öffnen. Oder halt, wenn ich es nur auf TikTok hochladen will, könnt ihr es auch einfach hier reinpacken, wenn ihr angemeldet seid. Bei YouTube könnte ich mich eigentlich auch anmelden, dann könnte ich es auch direkt machen, aber ich mache immer Ordner öffnen und ziehe es dann rein. Ja gut. Das war's auch mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja.